Schönen guten Tag. Wie bereits angekündigt, wir kommen aus dem Tierheim Hannover. Wir haben hier vier Bewohner in Anführungsstrichen des Tierheims mitgebracht, die wir Ihnen heute ein bisschen näher vorstellen wollen. Den ersten, den wir dabei haben, das ist die Ellie. Ellie ist ein Collie-Mix, ist noch nicht so ganz so lange im Tierheim, seit Juli diesen Jahres. Es ist ein Pfundhund, deswegen können wir das Alter nicht genau bestimmen bei dem Hund. Kommen wir zu unserem Zweitkandidaten, das ist der Leopold. Leopold ist geboren am 01.03.2009, er ist kastriert und der Grund, also ein Abgabehund, der Hund wurde abgegeben, weil der Halter überfordert war mit dem Hund. Trine ist, ja, wie man sieht, ein Rottweiler, ein ganz lieber Rottweiler. Trine ist ein Hund, der nicht abgegeben wurde, sondern der wurde einfach irgendwo ausgesetzt. Aus diesem Grund können wir auch bei ihr das Alter nicht ganz bestimmen. Oskar war leider schon letztes Jahr dabei, das heißt, er ist also schon ein bisschen länger im Tierheim. Oskar, ein Männchen, sieht man, kastriert. Auch nicht mehr der Jüngste, man sieht es ihm gar nicht an. Geboren 16.12.2001, ein Labrador-Mix. Bleibt mir noch zu sagen, dass sich im Tierheim ca. 40 Mitarbeiter um diese Hunde und Tiere kümmern. Das sind nicht alles Pfleger, das heißt, es geht über das Tierheim TV, die heute auch vertreten sind, über die Verwaltung, alles Mögliche, damit man mal so einen Größenvergleich hat, 430 Tiere, 40 Angestellte. Ja. Wenn Sie noch weitere Informationen haben möchten über das Tierheim Hannover, besteht die Möglichkeit im Internet unter www.tierheim-hannover.de.
tierheim-hannover.de zu gucken. Oder aber, was uns natürlich noch mehr freuen würde, wenn Sie mal in der Langenhagen im Tierheim vorbeischauen würden. Wenn Sie den landenden Flugzeugen hinterherfahren, finden Sie uns auf jeden Fall, denn wir sind ziemlich in der Nähe vom Flughafen untergebracht. Heute haben Sie die Möglichkeit, diese Richtung, ca. 72 Meter an unserem Stand, auch noch ein paar Informationen zu bekommen. Wir werden uns hier noch ein bisschen aufhalten, auch mit den Hunden. Ja, wir würden uns freuen, wenn Sie vorbeikommen würden. Einen schönen Tag noch und danke für Ihre Aufmerksamkeit.